Geboren, stimmt, du hast recht. Man kann auch sagen geboren, ja. Ja. Genau, bei geboren war ich jetzt gerade wirklich bei späteren Stadien, wo dann wirklich die Kinder als Totgeburten auf die Welt kommen. Aber ich habe sie alle geboren in dem Sinne, du hast recht. Ja, ich bin dreimal schwanger geworden und alle unsere Kinder sind irgendwo zwischen der sechsten und achten Woche, haben sie einfach aufgehört zu wachsen. Und ich glaube, beim ersten Mal, das werde ich nie vergessen, da haben wir noch in Amerika gelebt. Und meine Gynäkologin war dann so ganz aufgeregt und hat dann gesagt, boah, nee, Sie müssen sofort reinkommen, wir müssen gleich irgendwie Ausschabung machen, weil die hatte damals noch die Sorge, dass es eine Eileiterschwangerschaft hätte sein können. Und ich habe dann schon den Termin zugesagt, weil wenn so ein Arzt das sagt, sagt man ja klar, muss ich machen. Und dann war es so, dass ich eine meiner besten Freundinnen angerufen habe. Und die hat gesagt, Anna, frag erst mal eine Hebamme. Und dann habe ich im Telefonbuch gesucht, habe da in diesem kleinen Ort in Oregon in Amerika angerufen bei einer Hebamme, habe auf Band gesprochen und die hat wirklich an dem Tag zurückgerufen. Und die hat mir gesagt, A, vertrau deinem Körper, der weiß, wie dieses Kind zu gebären ist, auch wenn es winzig ist. Und sie hat mir natürlich gesagt, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert, musst du sofort in die Notaufnahme.